So, dann wollen wir uns doch mal Stück für Stück umgucken. Ich habe mal eben kurz selbstverständlich noch ein paar Tränke aufgefrischt, so dass die Gruppe in aller Ruhe weitermachen kann. Ich werde den Zweihänder hier noch mal Nanu. Nanu? Ich dachte, das geht nicht. Naja, gut. Wie dem auch sei. Nee, es geht auch nicht. Dachte ich mir doch. Aber jetzt geht's. Wir machen mit der Axt bis zu 80 Schaden, mit dem Schwert bis zu 101 Schaden. Dann bin ich doch gewollt zu warten, bis du deinen nächsten Stufenaufstieg hast. So, ein dicker, dicker Boss ist gelegt worden. Haben mehrere Anläufe gebraucht, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt und wir erhalten einen Breskay. So, gehen wir doch mal eben kurz zurück. Wir werden hier, denke ich mal, auch einen anderen Ausgang bekommen, als den, den wir hier reingekommen sind. Aber jetzt schauen wir uns erstmal in aller Ruhe um. Wir bekommen noch etwas Käse. Wir bekommen ein Potion, in dem Sinne, ein Trank der Wiederbelebung, den wir ja eben schon in einem Bosskampf genommen haben. Den habe ich auch genommen, einfach aufgrund dessen, weil ich denke mal, der Boss hat einigermaßen gut Erfahrungspunkte gegeben. Und ich wollte nicht, dass unser Schurke da jetzt hinterher hinkt. Potion of Vitality erhöht sofort die Vitalität um 1. Würde ich auch jetzt diesmal auch unserem Schurken geben. Wir bekommen eine Kanonenkugel. Ein Kilo Gewicht ist ja nicht gerade unbedingt wenig. So, was haben wir noch? Haben wir vielleicht noch irgendwo einen Gang, irgendwie einen versteckten Schalter oder so etwas? Erstmal nicht. Noch eine Kanonenkugel. Hier funkelt es. Den zweiten Breskay. Wofür wir den auch immer gebrauchen können. Noch ein paar Pellets. Schuhs. Ja, Schuhs, die wir auch nicht gebrauchen können, aber nun gut. Es werde Licht. Ja, ich weiß schon, wofür die Kanonenkugeln sind. Die sind wahrscheinlich für diese Waffe hier. Genau die hier. Und zwar die Handkanone. Oh, die kann ich gar nicht ins Inventar packen. Ach nee, weil er voll ist, ne? Ja, dachte ich mir schon. Tu die Tränke doch mal eben hier rein und den Käse mal kurz hier rein. So, lass uns doch mal gucken. Und zwar, die Handkanone mit Firearms war eigentlich klar. Damage 40 bis 120. Natürlich die Range auf 3 Felder beschränkt, 6 Sekunden. Man benötigt Firearms 4 für die Waffe, die 15 Kilo wiegt. Und mit der Spezialattacke Firearms 5 mit dem Big Shot, ja, geht's dann, glaube ich, auch richtig zur Sache. Eine schöne Waffe. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollten. Wir könnten versuchen, sie mitzunehmen, obwohl ich glaube, das war schon. Nee, sie hat noch ein bisschen Platz hier, ne? Sie kann sie noch mitnehmen. Dann kriegst du auch hier die Kanonenkugeln direkt mit dazu. Ja, werden wir natürlich jetzt nicht benutzen, weil wir haben nichts mit Firearms am Hut. Leider, muss man dazu sagen. So, Lederrüstung war. Leichte Rüstung, Protection plus 4. Ich hatte mich damals schon dagegen entschieden, ne? Weil es halt nun mal Lederrüstung ist. Nee. Ich bleibe auch weiterhin dabei. So, dich werden wir mitnehmen. Wiederum hier, wo ist dein Beutelchen? Bekommst du erneut einen Schädel, damit du noch stärker wirst. Ja, noch stärker. Und hier haben wir den Käse. Noch mehr lecker Käse. Den kannst du auch hier mal eben kurz reinräumen. So, was haben wir denn noch Schönes? Noch die ein oder andere Kanonenkugel. Hier haben wir nichts. Hier hatten wir die Schuhe. Ja, betreten auf eigene Gefahr. Haben wir gemacht, haben wir gemeistert. Ich bin auch ganz stolz auf unsere Truppe, dass sie es gemeistert hat. Aber, oh, was habe ich mich am Anfang erschrocken? Und zumal so mancher Fehlschlag war ja auch unangenehm. Jetzt ist aber die Frage, wir haben zweimal einen Schlüssel und weiß nicht, wie wir wieder zurückkommen. Ach so, ist ja dann klar. Wenn ich da jetzt nochmal drüber gehe, passiert nichts, ne? Ich meine, wir hatten kein Secret in dem Raum drinne, in dem Bossraum. Gut, haben wir das gemeistert. Finde ich ja schon mal klasse. Schön.
Sonst hat sich nichts verändert. Werden die Zauber vorbereiten. Jetzt ist natürlich die Frage, um was kümmern wir uns als erstes? Ich würde natürlich jetzt vorschlagen, wir kümmern uns an für sich erstmal ums Wasser. Können wir hier auch hier einmal durch? Können wir nicht. Wir haben noch einen Heal Potion diesmal hier und natürlich auch Kräuter, was ich mir auch gedacht habe. So, eben Luft holen. So. Ich weiß halt nicht, ob wir wirklich hier unter Wasser einen Schalter finden. Könnte natürlich sein, muss aber nicht sein. Gucken wir uns einfach in Ruhe um. Wir werden hier bestimmt noch das ein oder andere finden, wie unter anderem dich. Dort geht es nach unten. Das ist natürlich alles andere als angenehm. Noch tiefer schwimmen, tauchen, wie auch immer. Machen wir jetzt einfach mal. Was haben wir hier unten Schönes? Ja, einfach mal mitnehmen. Den Stab einfach mal mitnehmen. Auf jeden Fall konnte dieser nicht gut schwimmen. Und da ist ein... Okay. Luft holen. Da war gerade ein längerer Gang. Der würde nach hier unten führen, ne? Ja. Da werden wir uns auch drum kümmern. Also hier haben wir nichts mehr, wenn ich das richtig gesehen habe, ja? Dann holen wir mal eben kurz Luft. Was haben wir denn hier Schönes gefunden? Ein Cape, ja natürlich. Energieregenerationsrate plus 20%. Fein Cloak, in dem Sinne ein feiner Umhang, natürlich wieder gewoben und bla blub und so weiter und so fort. Da stellt sich mir die Frage, wer könnte das denn anziehen? Du trägst ja den mit mehr Energie, aber weniger Ausweichwert. Du trägst den mit höherem Ausweichwert. Energieregenerationsrate hätte ich doch dann gerne bei dir. Ja. Ist, denke ich, mir mal ganz solide. Dann lassen wir es erstmal so dabei. So, gucken wir uns mal hier eben kurz um, ob wir vielleicht hier noch das eine oder andere haben. Wie zum Beispiel ein paar Schuhe, die wir mitgehen lassen können. Aber lass mich raten, es sind Lederschuhe. Und Lederschuhe sollte an für sich schon jeder tragen oder etwas Besseres. Sehr gut, können wir auch hier lassen. So, wo geht's weiter? Natürlich geht es da hinten weiter. Ich weiß gar nicht, konnten wir von hier aus dahin? Ja, konnten wir sogar. Und er zeigt uns dann, dass hier irgendwie eine Treppe ist nach... Oh, wow, da unten geht es noch weiter nach unten. Ich hätte jetzt mit vielem gerechnet, aber unbedingt nicht mit so etwas. Hallöchen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Sack, den wir mitnehmen können. Einen Hebel, der uns wohin führt. Einmal nach oben. Klingt schon mal super. Ja, und bitte einmal an die frische Luft. Oh, das sieht aber hübsch hier aus. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eben runter. Und gucken mal eben, ob wir vielleicht nicht irgendwas vergessen haben. Wir wissen ja, dass wir jetzt wieder zurückkommen. In dem Sinne nach Luft schnappen können. Aber ich glaube, das ist ein Secret, ne? Ist es ein Secret? Das werden wir gleich hören, sobald wir oben angekommen sind. So, nochmal eben Luft schnappen. Wir haben ein Secret entdeckt. Wer sagt es denn? Oh, wie schön. Wo sind wir denn hier? Boah, das sieht aber wirklich schön hier aus. Wie hübsch. Ah, da funkelt es im Dunkeln. Ein Dietrich. Wir finden immer mehr. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nee, ne? Aber wir können ins Wasser. Schon wieder. Oh. Essen, essen, essen. So viel, dass... Ja, wir haben keinen Platz mehr. Gib mir einfach alles her. Jeden Fisch, alles. So viele lecker Fische. Ich hoffe, ich habe keinen Zuschauer dabei, der keinen Fisch mag. Und wenn ja, dann... Ich höre Feuer. Okay. Und wenn ja, dann... ja, gönnt es uns.
Kommst du her, du Fisch? Achso, ich habe den jetzt angefasst und damit ist er gestorben. Das ist natürlich interessant. So, Fisch, Fisch, Fisch. Noch mehr Fisch, immer mehr Fisch. Jetzt werde ich natürlich gerade gierig und wir kriegen Schaden, aber das spielt keine Rolle. Denn wir können ja hier ohne Probleme, wenn ich das richtig gesehen habe, uns schlafen legen. Mit ganz viel Fisch. Schönes Secret, haben sie etwas Nettes sich einfallen gelassen. Also muss man ihn lassen. Haben sie toll gemacht. So, hier hätten wir noch ein Kraut. Da möchte ich gerne dran. Die Frage ist, wie kommen wir natürlich daran? Müssen wir uns ein bisschen umgucken, wohl hier unten. So, aber erstmal gibt es hier einmal Fisch für jeden, damit auch die Mäuler gestopft sind. Wir haben ja so oder so genug Proviant und du bist mir irgendwie ein bisschen voll bepackt hier, ne? Du hast noch einen Schamanenstab. Da müssen wir mal gucken. Konzentration 2. Willpower, Energie. Vitalität, Energie. Poison Spells, Deals, ja, in dem Sinne Deal 20% more Damage. Das ist schon mal gut für Erde und kann auch einen besonderen Schuss abgeben. Was trägst du? Ja, da würde ich doch ganz klar sagen, bekommst du den Stab hier, ne? Energie und Konzentration. Also in dem Sinne, Konzentration wird benötigt und Energie mehr Willpower. Nö, dann können wir den besonderen Stab hier erstmal mit im Inventar lassen. So, dann gucken wir uns da erstmal in aller Ruhe um, ob wir hier nicht einen versteckten Schalter haben oder so, womit wir da unten an das drankommen, was da im Wasser ist. Ich will wissen, wie wir da unten rankommen. Weil das, was da unten so gefunkelt hat, war entweder eine Rüstung oder ein Schild oder vieles anderes, was, wo ich dazu sagen muss, dass ich keine Ahnung habe, was es sein könnte. Zumal was für eine Rüstung. Nochmal eben kurz Luft holen. Ein Goldschlüssel. Verdammte Hacke. Ich glaube nicht, dass er passt. Ich werde es dennoch mal probieren, ob wir das Spiel austricksen können. Wir können es aber leider nicht. Gut, holen wir da mal eben kurz nochmal Luft. Dann nochmal einmal zurück. Was bist du? Das sieht aus wie... Ist es ein Schild? Ich glaube, es ist ein Schild, ne? Aber es sieht mir aus nach einem besonderen Schild. So, das heißt, ganz klar, wir werden uns hier eine Markierung hinmachen mit, ja, Goldschlüssel. So, sollte schon passen. Schade, dass er kein Ü übernimmt, aber halb so wild. Wir haben ein besonderes Secret entdeckt und sollten wir dann im Laufe der Zeit erneut einen Goldschlüssel finden, dann möchte ich den Schild gerne haben. Ja, das auf jeden Fall. So, was haben wir hier denn? Die Vitalität um 1 ist schon mal super. Bekommst du, damit du dann auch einen sehr hohen Wert hast. Du bekommst wiederum die Giftbomben. Den Beutel können wir auch hier lassen. Den Heavy-Schild werde ich erstmal mitnehmen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass eigentlich unserem Schurken ein Schild sehr gut stehen würde. Aber schauen wir mal, ne? Stück für Stück. So, dann noch einmal bitte... Eben kurz etwas Licht, wiederum ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und warum habe ich da drüben hier diese Feuerelementare gehört? Das ist ein bisschen Kopfzerbrechen für mich. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir jetzt hier irgendwie anderweitige Probleme bekommen. Was bist du denn? Ach, ein Throne Axe. Nee, du kannst hier bleiben. Dich brauchen wir nicht. Wo geht's hoch? Gut. Einmal tief Luft holen. Na, noch ein paar Feuerdinge? Sieht erstmal nicht danach aus. Okay. Dann nochmal rein ins kühle Nass. Wir können nämlich jetzt auf die andere Seite. Wir haben natürlich von hier unten aus auch mehrere Wege, die wir beschreiten können.
Da müssen wir uns halt einfach mal in aller Ruhe umschauen. Ah, Jemine, was für ein Irrgarten. Das soll sich mal einer hier merken. Wir haben oben, erwarten uns noch irgendwie Worge, ein Troll, wiederum Schildkröten. Und ja, auf der anderen Seite erwartet uns hier etwas, ne? Warte mal eben kurz. Ich meine, wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Den Schlüssel konnten wir doch, lass mich nicht lügen, doch hier unten einsetzen, oder? Die Frage ist halt, ist das so schlau? Aber das wollen wir jetzt einfach mal nicht anzweifeln. Hallo? Okay. Da liegt Loot und damit kommen wir woanders hin. Okay, noch mehr Fisch, Antivenom. Ja, herzlich gern gesehen hier. Und du sorgst wahrscheinlich wieder für gar nichts. Okay. Dann kommt jetzt doch noch die eine oder andere Fliege. Gucken wir uns erstmal in Ruhe um. Ich meine, wir können noch ohne Probleme auf die andere Seite. Müssen wir nur ein bisschen tauchen. Dann werden wir uns um die Fischmenschen kümmern. Und so geht es erstmal hier für uns weiter. Ich bin gespannt. Und wir sehen nicht wirklich viel um die Ecke. Nicht, dass da irgendwie etwas Böses auf uns lauert. Hm? Hallo? Sehr schön, wie ich so etwas liebe. Natürlich nicht. Okay. 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 Wir sind also jetzt in dem Sinne im südlichen Teil. Wir könnten uns hier einen Shortcut erstellen, damit wir auch jederzeit wieder zurück zum Kristall kommen. Ich denke mal, das werden wir auch machen. Die Frage, die sich mir da wiederum stellt, ist, ob wir nicht jetzt vielleicht, je nachdem, doch ein bisschen mehr Gesellschaft bekommen. Aber es sieht bisher sehr ruhig aus. Ja, ihr, um euch werden wir uns gleich noch kümmern. Erst machen wir hier uns den Shortcut erstellt. Das ist doch schon mal prima. So, die Wände haben wir bis dato, haben wir gescheckt, ne? Hier hatten wir erstmal nichts. Ah, oh, wenn ich dieses Geräusch schon wieder höre, ne? Es ist, ich weiß jetzt schon, dass wir erwischt werden. So viel steht fest. Es wird uns gut wehtun. Aber ich will mal eben kurz gucken. Haben wir vielleicht hier irgendwas, wo wir gegenschießen können? Oder ein anderes Geheimnis? Runterfallen werden wir, denke ich mal, nicht. Zumindest will ich es nicht hoffen. Da führt der Weg einfach nur weiter. Ich weiß nicht, ob wir dieses Gitter hier auch noch aufkriegen könnten. Müssen wir mal gucken. Dich legen wir selbstverständlich ab und hier geht es nicht weiter. Eine Schriftrolle, auf der nichts draufsteht. Ja, wenn ich das richtig sehe, müssen wir nach unten und einen Schalter betätigen. In diesem wunderschönen Paradies der Schmerzen. Obwohl ich glaube, ich schon erahnen kann, wo der Schalter auf uns wartet. Da haben wir einen Schalter. Ah, ja. So, dann werden wir jetzt gleich einfach mal unser Glück ausprobieren. Und zwar jetzt noch nicht, und zwar jetzt. Ja, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Drei Schalter. Ja, Halle, Julia. Und die alle in der richtigen Reihenfolge drücken? Bist du dir sicher? Also, wir hatten hier einen Schalter, hier wiederum den zweiten Schalter, wir hatten hier drüben noch einen Schalter und wir haben bestimmt irgendwie an jeder Ecke einen Schalter. Da haben wir noch einen Schalter, da haben wir noch einen Schalter. Das heißt, wir müssen wirklich einmal im Kreis herumlaufen mit diesen Dingern, um um die Tür zu öffnen. Ah, schönes Rätsel. Gut. Nachdem wir wissen, was uns Schönes erwartet hier in dem nächsten Rätsel-Dungeon, würde ich sagen, gucken wir uns doch erstmal kurz um bei den kleinen süßen Fischmenschen, was uns da erwartet. Wiederum, wenn ich das Flammvieh sehe, was uns berührt und in die Luft geht, werde ich mir erstmal ein wenig Gedanken darüber machen, wo wir jetzt als nächstes entlang gehen.
Ich hoffe dennoch, dass es euch sehr gefallen hat. Die einen oder anderen Hinweise waren doch wirklich in dieser Session doch sehr hilfreich. Wir haben immer neue Zaubersprüche gelernt, ein paar neue Waffen bekommen, neue Rüstungsteile. Und meine Güte, was hat das Spiel nicht alles so zu bieten? Bis dahin.